bin schon da. Sir Peter, ich möchte mit einem Bekenntnis beginnen. Ich kenne keinen Menschen, der sich in so vielen kreativen Berufen so erfolgreich getummelt hat wie Sie. Sie sind Filmschauspieler und Filmregisseur. Sie haben Drehbücher geschrieben für Filme. Sie haben Theaterstücke verfasst. Sie haben Opern inszeniert. Sie sind Entertainer. Sie sind Bühnenbildner. Sie haben Fernsehdokumentationen gemacht. Also es ist ein breites Spektrum. Aber Sie haben mal gesagt, von all den Dingen, die Sie da betrieben haben, von all diesen Kultursparten, in die Sie hineingekommen seien, sei Ihnen die Schriftstellerei die liebste. Warum? Ja, sie ist die schwierigste. Um sich vor ein weißes Stück Papier zu sitzen und nachzudenken. Und öfters kommt nichts. Und endlich kommt etwas, so wie ein bisschen Zahnpasta und auf einmal nimmt's an wie ein Motor mit einer schwachen Batterie, und dann auf einmal läuft's wieder und man ist aufgeregt und man füllt diese eine Seite und es wird eine Gewohnheit, und am Ende sitzt man da mit 300 Seiten. Das ist für mich ein Wunder. Ich finde das fabelhaft, weil es eine sehr einsame Sache ist. Spielen ist schon beinahe athletisch bei mir. Natürlich muss man viel arbeiten. Nichts ist sehr einfach in dieser Welt. Aber alles ist faszinierend. Und wenn man spielt, ist es, wie gesagt, ich fühle mich sogar in meinem Alter besser, nachdem ich gespielt habe, als vorher. Und deshalb ist es für mich ein intellektueller, ein emotiver und ein lukrativer Art von Joggen. Sie sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das, was man ein Multitalent nennt. Kinder sind immer Multitalente, die können immer sehr vieles nebeneinander, und später werden sie Spezialisten. Wenn Sie jetzt bis ins hohe Alter hinein so vieles noch gleichzeitig machen und vieles so gut machen, kann man daraus schließen, dass Sie die Kindheit mit in Ihr Erwachsensein gezogen haben? Oh, hoffentlich. Natürlich ist das Aufwachsen ein bisschen traurig, weil während ein mehr oder weniger langes Leben findet man raus, was man nicht machen kann. Man erkennt seine Grenzen. Das ist immer traurig, weil vorher denkt man, ich habe keine Grenzen. Sie haben vor 5 Jahren, als Sie 70 Jahre alt geworden sind, zu Ihren Kindern mal gesagt, jetzt kämen Sie in ein Alter hinein, wo Sie sich entscheiden müssten, was Sie mit dem Leben anfangen wollten. Haben Sie das inzwischen getroffen, diese Entscheidung? Ja, gar nicht. Gar nicht. Und das wissen die Kinder auch. Aber mein Sohn hat mir gesagt, ja, aber nicht eilend. Nicht überstürzen. Nicht überstürzen, ja. Nein, aber ich glaube, wir sind von allen fasziniert. Ich weiß, ich hatte einen Großonkel, der ganz berühmt war als Bühnenbildner. Und er war beinahe 90 und er hat mir gesagt, weißt du, ich sterbe nicht, weil ich zu viel Angst habe. Ich habe gesagt, das ist Unsinn. Du stirbst nicht, weil du zu neugierig bist. Oh, danke. Oh ja, daran hatte ich nicht gedacht. Das hat mich immer entzückt, aber ich glaube, ja, er hatte recht. Sie haben auf so vielen Sektoren so vieles außergewöhnlich geleistet. Als Schauspieler, als Filmregisseur, als Opernregisseur, als Buchautor. Welche geistigen Väter, welche geistigen Mütter haben Sie, wenn Sie also diejenigen beschreiben müssten, denen Sie viel verdanken, denen, die Ihnen Kraft gegeben haben, welche Namen würden da fallen? Ja, ich bin sehr abstrakt in diesem Sinn. Also es würde wirklich keine Schriftsteller sein. Es würde vielleicht Mozart sein, weil er die tiefsinnigste Oberfläche der Welt hatte. Es war alles sehr, sehr unbeweglich auf die Oberfläche, so dass man die sehr komplizierten Steine unten in dem Bach sehen konnte. Und ich finde das ein Fabelhaft. Mozart ist immer zu bewundern. Sie haben hier in diesem wunderschönen Zimmer auch einen Flügel stehen. Für wen steht er da? Spielen Sie vielleicht doch manchmal heimlich? Nein, Frau? Ja, heimlich, aber das ist ein Barenbäumen-Falle. Also wenn er hier kommt, kommt er nicht wieder raus, wo er etwas gespielt hat.
Und wenn man Opern inszeniert, muss man einen Flügel haben. Sie haben vorhin mir mal gesagt, dass Sie kein Instrument spielen, aber Sie können alle Instrumente per Stimme imitieren. Nein. Wie machen Sie das? Weil ich bin sehr musikalisch. Deshalb kann ich auch schlecht Deutsch sprechen, ohne dass man mir je einen deutschen Unterricht gegeben hat. Ich habe es nur gehört und ich weiß, was für Noten man vermeiden muss. Also ich weiß nicht die richtigen, aber ich weiß all die falschen. Das dauert ein bisschen Zeit, bis ich sie ausgewählt habe. Aber ich glaube, ein musikalisches Ohr, aber es ist nicht organisiert. Ich ein gewissen Tempo. Ein Panik bricht aus in mich, wenn ich das vergesse. Wo sind wir jetzt? 31 oder 32? Und ich bin ein sehr guter Orchesterchef, wenn ich die Musik folgen kann, aber nicht zur selben Zeit. Aber Sie können Partituren logischerweise lesen, oder? Mehr oder weniger. Ich habe nie ein Piano, ich habe nie einen Flügel gelernt, weil mehr als eine Note zur Zeit ist mir wirklich zu viel. Ich habe die Flöte gespielt, dann habe ich herausgefunden, dass ich besser die Flöte spielen kann ohne Flöte. Warum diese Sache? Warum? Oboe können Sie auch spielen, habe ich gehört. Das ist nur das Anblasen. Ja, vor man die... hört man das als die Orchester. Und gewiss Husten dann. Clavicembalo.